Herzlich willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze kann mich stärken? Ich bin heute im Garten mit dem Buch- und Kartenset Natürlich heilen, Immunkraft stärken und möchte euch daraus die Pflanze Preiselbeere vorstellen. Sie steht für Essenz. Ich bin schöpferisch. Und zunächst ein bisschen was zur seelischen Bedeutung von der Rückseite der Karte. Die Preiselbeere weist auf die Essenz des Menschseins, auf die Quelle allen Lebens hin. Mit ihr bin ich wie ein Kind, das jeden Tag unvoreingenommen begrüßt, voller Neugier und Unternehmungslust. Ich denke nicht an gestern oder an morgen. Für mich existiert nur der Augenblick. Voller Hingabe und sprühender Kreativität wende ich mich jener Sache zu, die gerade vor mir liegt. Heute ist ein guter Tag, einfach weil ich am Leben bin. Die Preiselbeere gehört genauso wie die Heidelbeere und auch die Cranberry zu den Heidekrautgewächsen und wächst eigentlich auf der gesamten Nordhalbkugel. Sie kann Temperaturen bis zu minus 50 Grad aushalten, wenn sie unter einer dicken Schneedecke geborgen ist. Und diese kleine Pflanze ist eben ein ganz kleiner Strauch, 20 bis 30 cm bloß groß, der weiße kleine Blütchen, die in traubigen Blütenständen sitzen, ausbildet und nach der Befruchtung dann diese lustigen, kugelrunden, knallroten Beeren. Diese Beeren müssen die ersten Fröste überstehen, damit sie gut verträglich werden und besser schmecken. Ja, die Pflanze ist schon lange auf der Nordhalbkugel bekannt als sowohl Lebensmittel als auch Heilpflanze. Die Äbtissin Hildegard von Bingen hat über sie geschrieben, dass sie Zahnfleischprobleme, schmerzhaften Monatsfluss der Frau lindern kann. Bei Entzündungen der Mundschleimhaut wird sie auch traditionell verwendet. Die echten Heidelbeeren sind sehr hochpreisige Früchte. Und deswegen sind bei uns im Handel meistens die großfrüchtigeren Cranberries im Angebot, die auch besser in Kulturen angebaut werden können oder leichter. Als Heilmittel selbst enthält sie sehr viel Vitamin C, Provitamin A, B-Vitamine, Kalium, Calcium, Magnesium und eine Fülle sekundärer Pflanzenstoffe, die teilweise erst erforscht werden müssen. Und wir wissen, dass das enthaltene Anthocyan sehr gut wirkt, vorbeugend und heilend bei Blasen- und Niereninfektionen, weil es das Festsetzen von Bakterien in den Schleimhäuten verhindert, senkt auch den Cholesterinspiegel und allgemein die Entzündungswerte, auch bei Gicht und Rheuma. Gleichzeitig beruhigt es die Nerven. Und das gilt auch für die Blätter der Preiselbeere, dass sie eben erfolgreich eingesetzt werden können bei Erkrankungen der Blase, Entzündungen des Nierenbeckens und gegen Rheuma. Mit der Preiselbeere wünsche ich euch einen schöpferischen Tag.